Hey Leute, hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schwarz 2 Monolog Challenge. Wir sind hier im alten Palast stehen geblieben im letzten Part. Es war ein großartiger Part. Wir haben Shillock gefangen, beziehungsweise es war ein Shiggy. Wir haben es auch noch im selben Part zu Shillock gemacht. Einfach wunderbar. Mein absolutes Lieblings-Pokémon ist gefangen. Dark Darling, der Glückliche, ist jetzt unser Shillock. Ich find's cool. Ich freue mich. So, machen weiter. Ich muss gerade gegen den Typen kämpfen. Okay, aber ich möchte gegen ihn kämpfen, weil wir wollen die XP. Ich möchte, dass Suicune bald mal Aurora-Strahl lernt, damit wir was gegen die ekligen Pflanzen-Pokémon haben, die unser Team so hart bedrohen. Hadoxatu. Los, Cassie. Ja gut, Xatu soll jetzt auch nicht so der Fred sein. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir jetzt im alten Palast großartig irgendwas machen können. Aber... wir schauen mal und ansonsten gehen wir gleich einfach wieder weg und gehen weiter in die nächste Stadt. Ich weiß gar nicht, wie die nächste Stadt heißt. Maria City, ist das die nächste Stadt? Oder Rayono City? Welche kommt zuerst? Maria oder Rayono? Ich glaube Rayono? Ich glaube Rayono City kommt zuerst, oder? Ich glaube ja. Okay, noch ein Trainer, aber das ist noch ein Item. Also hat sich doch schon mal gelohnt, dass wir hier runtergegangen sind, ne? Du. Ich mag diese Animation, wenn das Ganze sich so in diese einzelnen Karo... Nee, nicht Karo muss da... Doch, Karo muss da auflösen, dann so sein. Ich finde das cool. Lugia! Oh, alles klar. Irgendwie, einige Leute... Oder zumindest, ich weiß, ein oder zwei Leute haben auch mal irgendwie unter einen Kommentar geschrieben, dass sie gerne Lugia wären. Boah, Lugia ein cooles Wasser-Pokémon ist. Spoiler, liebe Freunde. Lugia ist kein Wasser-Pokémon. Denken viele, irrtümlicherweise, aber... es ist ein Flug-Psycho-Pokémon. Wie viel macht der Sondersensor? Der macht gar nichts. Weil Suicune einfach zu tanky ist. Du. Meteorologe. Hier ist ja kein Wetter, ne? Das sollte also auch nichts machen. Ne. Dieses Lugia hat einfach keine Schnitte gegen Cassie. Obwohl ich Lugia echt sehr, sehr cool finde. Ich mag auch hier, wie gesagt, den Sprite. Aber die fünfte Generation hat meiner Meinung nach echt die besten Pokémon-Sprites. Die sind ziemlich, ziemlich cool. War die ganze Zeit ein Speedtail. Wir haben dreimal den Speedtail verloren. Das ist ja großartig. So, Wiedersehen, Lugia. Und Level 26 für Cassie. Ich weiß gar nicht mehr. Landet es auf 28 Aurora-Strahl? Das kann natürlich sein. Aber ich könnte vielleicht auch mal wieder Shillock nach vorne setzen, weil Shillock auch noch ein paar XP braucht, beziehungsweise allgemein ein bisschen Kampferfahrung. Okay, alles klar. So, was haben wir für ein schönes Item? Wir haben hier Einrollen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein cooler Boosting-Move. Kann denn jemand lernen? Einrollen? Meine TMs sind da. Kann sich hier... wenn Austos das könnte, wäre das ganz cool. Kannst du einrollen, Austos? Kann leider niemand lernen. Sehr, sehr schade. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder. So, mehr können wir, glaube ich, noch nicht machen, ne. Würde ich sagen, okay, das war's. Gucken wir nochmal hier im Wüstenresort allgemein, ob wir noch vielleicht irgendwo ein Item bekommen. Das ist ja halt eine große Fläche, die man ja schon mal auskundschaften muss. Ja, wir haben noch ein Item. Und zwar X-Spezial. Also, ja, nichts Dolles. Aber ist in Ordnung. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das? Ist das einfach nur Deko? Sieht aus wie Deko. Wir haben, hier geht's Pokémon. Dragonier, hallo. Wir haben ja Drachenpuls, ne? Also würde ich sagen, Dragonpuls go. Bam. Perfekt. Großartiger Schaden. Mach es weg, Dark Darling. Gut, und Level 22 für Shillock. Nice. Und da haben wir noch ein Item. Und zwar ein Protein. Das können wir ebenfalls gut verkaufen. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir alles so für Items pullen. Ist hier noch an der Seite noch irgendwas? Das sieht nämlich so aus. Oder ist das jetzt nur so ein Sneaky Way? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht speeden. Ich tue es immer wieder. Es ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Schlurpleck, okay. Da kann ich mit Shillock gar nicht mal so viel gegen machen, weil das Ding einfach tanky as fuck ist. Gucken wir gleich mal. Was wir dagegen haben. Ich würde fast schon sagen Austos. Ich habe immer nur so ein bisschen Angst, in Austos zu switchen. Oder gehen wir in Petzek? Petzek hat jetzt auch den Pudersand. Wir probieren es mal aus. Du solltest keine Blattgeißel können auf dem Level. Würde mich hart überraschen. Was kannst du denn? Ein Igler. Oh. Oh, das wird... okay, da werde ich speeden. Das wird eine ganz eklige Kiste. So, Lebensschuss, go. Geh natürlich daneben. Wie könnte es anders sein? Oh, es wird anstrengend. Ja, durch den Boost macht es halt einfach gar nichts.
Stop it! Aber es läuft langsam. So, ein Angriff nur, dann soll es down sein. Ja, perfekt. Petzek hat mal wieder seinen Job erfüllt. Hat nicht gecritet, aber ansonsten hat seinen Job erfüllt. So, und easy gewonnen. Ist hier jetzt noch irgendwas oder bin ich hier umsonst hingelaufen? Sieht nämlich eigentlich so aus, als sollte es hier noch irgendwas geben. Alter, die Wege sind so sneaky. Ja, da gibt es noch ein Item. Ein Bun-Sticker. Geil. Geil, den klebe ich mir in mein Kinderzimmer an die Wand. Hahaha. Hat keinen Sinn gemacht. Vergesst, was ich gesagt habe. So, gegen den Typen kämpfen wir jetzt noch. Und dann sollten wir, glaube ich, auch langsam fertig sein. So, was hast du in Rihorn, Junge? Ist eigentlich ziemlich cool für Shilok. Du solltest auch nichts gegen Shilok können, oder? Das möchte ich aber jetzt irgendwie nicht riskieren, weil das Ding ist halt ultra stark. Ich gehe mal lieber doch in Ghost King. Also, vierfach effektive Aquaknarre, schön und gut, aber es ist halt nur eine Aquaknarre. Es ist ein Sandsturm da, der seine Spätzle steigt und das Ding hat Felsken. Also vermutlich würden wir es eh nicht one-shotten. Ich möchte das nicht riskieren, dass wir dann irgendeinen starken Move davon fressen. Shilok würde ich nämlich sehr, sehr gerne behalten. Es lernt ja auch bald Aquawelle, ne? Sollte bald Aquawelle lernen, deswegen alles cool. Ja, Grimasse stört mich nicht. Und Blubstrahl nimmt sich raus. Wir waren Volltreffer, okay, alles klar. Hab mich schon gewundert. Montagseinreich Level 23. Nice. Nice, 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 nice. Okay, ich glaube, ich kann jetzt hier raus. Oder ist da noch was? Nee. Sah so aus. Was haben wir hier? Ein Dragonair. Da können wir auch Dragon Pulse gehen. Kannst du eigentlich Drachenwut, Dragoni? Eigentlich solltest du Drachenwut können, ne? Aber du setzt es irgendwie nicht ein. Wobei, ich will mich darüber nicht beschweren. Du kannst Drachenwut. 2 KP. Der Sandsturm buffert jetzt nicht, oder? Der Sandsturm buffert jetzt nicht. Ich habe mich voll gewundert, weil das Dragonegal hat ja auch keinen Drachenwut eingesetzt. Alter. Shilok wieder hier voll am Limit. Oh, hier gibt's auch noch ein Item. Alter Heller. Habe ich, glaube ich, schon mal gefunden, ne? Scheint ja dann gar nicht so eine Rarität zu sein. Noch ein Item? Alter. Holy shit, Tauchball. Okay. Aber Tauchball ist ganz cool, ne? Können wir Wasser-Pokémon besser mitfangen. So. Raus hier. Halleluja, Alter, Alter, Alter. Das war... War jetzt unschön, ne? Hab jetzt schon ein bisschen Angst gehabt. So, was haben wir hier? Hallo, Chris. Ich möchte jetzt ungerne mich lange Zeit mit dir beschäftigen. Ich lasse mir noch hier unsere Pokémon rein. Jetzt kann ich auch eigentlich wieder Shilok nach vorne setzen. Und dann sollten wir endlich mal aus dieser Wüste hier raus. Ich mag die Kamerafahrten irgendwie. Mochte ich aber auch bei X und Y. War das bei X und Y auch so? Ich mag auf jeden Fall in Schwarz-Weiß die Kamerafahrten ganz gerne. Okay. Wir sind hier fertig und ich würde sagen, wir radeln jetzt einfach mal weiter in die nächste Stadt. Warte, da gibt es noch ein Item. Da gibt es noch ein Item. Das dürfen wir nicht vergessen. Komm ich da hin? Einen Typen wahrscheinlich vorbei, ne? Ja, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, was zu tun ist. Gibt es hier nicht eigentlich auch irgendwie die Fossilien? Ich habe die irgendwie noch nie gesehen. Hallo Zapladin. Los, Petzek. Du bist genau für sowas in unserem Team gekommen. Gut, das Ding hat Schwebe, aber... Stirb ich nicht. Weil Luftstrahl einfach, ja... Fast ein Wandel ist. Tschüss, Zapladin. Ams. Perfekt. Ich möchte nur das Item. Boah, ich dachte gerade eben. Wow, Shiny Apokalyp? Nein, es ist nur das hässliche weibliche. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass unser Apokalyp männlich ist. Was haben wir? Genesung! Als TM. Das ist doch ganz nice. Kann das jemand lernen? TM3. Ich weiß gar nicht, was das ist. TM3. Kann das jemand lernen? Nein, schade. Mann, die ganzen guten Attacken, die wir finden und niemand kann es lernen. Einrollen, Genesung, Donnerschlag, lernen einfach keiner. Das ist schade. Castadur. Hallo. Oh. Scheint so, als gäbe es hier noch was. Das ist auf jeden Fall nur ein Item. Wir sind hier irgendwie... Wir werden ihn so begrüßen nach dem Motto: You came to the wrong neighborhood, motherfucker. So in etwa, ja. Sollte nicht auf Ackerknarre gehen. Okay, es ist ein Wandel, weil es ein Crit war, aber. Eigentlich ist Drachenpult stärker. Pi. Du hast hier keinen Feen-Typus, das heißt, sie kann jetzt safe auf Dragon Pulse gehen. Das würde ich killen, weil du einfach bulky bist. Bitterkuss.
Aber Lagranin kommt durch. Schade, aber fast. Komm schon. Dankeschön. Bam. Und wieder ein Crit. Dark Darling macht Petzek langsam Konkurrenz. Ja gut, Schutzschild will ich dann nicht lernen. Das ist dann nicht so geil. Gebe ich dann doch zu. Hypertrank. Nehme ich gerne mit. Da haben wir noch ein Item. Alte Statue. Gibt es hier irgendwie die Fossilien? War das hier irgendwo? Sieht nämlich so aus, gäbe es hier irgendwas Besonderes. Muss ich mal mit euch reden. Okay, dann Counter, ich dachte gerade schon. Igel Lava. Oh, das ist auch so cool. Wow, wie es einfach getankt hat. Igel Lava ist echt ein cooles Pokémon. Eins meiner liebsten Feuer-Pokémon, würde ich sogar sagen. So, wer seid ihr? Ah, okay, ist nur ein Doppelkampf. Ich dachte, die sagen jetzt irgendwas Cooles. Ah. Was machen die hier, Alter, mitten in der Wüste? Habe ich so ein Mafia-Versteck aufgedeckt oder was? Was habt ihr denn? Pionskora und Elekid. Okay, das ist jetzt nichts, wovor ich unbedingt Angst habe. Geht einfach mal raus in Ghost King und in Petzek. Die sollten das ziemlich solide handeln, denke ich. Schockwelle von Elekid, das ist okay. Akupressur. Warte, das ist auf ein anderes Pokémon eingesetzt? Das geht? Das wusste ich auch nicht. Okay, aber egal. Ein Lehmschuss und Elekid sollte down sein. Schockwelle. Es kam nur, es hat ja nur einen Angriffsboost bekommen. Das heißt, Apokolips sollte das ziemlich gut tanken. Ja, perfekt. Lehmschuss. Bam. Tschüss, Elekid. Perfekt. Ja, und Pionskora, würde ich sagen, ist jetzt keine große Gefahr, ne? Bam. Weg damit. Wie Petzig einfach schneller ist als Ghost King. Das ist irgendwie... ein bisschen traurig. So, was macht ihr jetzt hier? Auf unseren Versammlungen prahlen wir die bösen Buben mit unseren Pokémon um die Wette. Haha. Okay. Sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es irgendwas Bestimmtes. Route 4, geplante Routenabschnittserweiterung. Ich glaube, ich habe hier geholt, was es zu holen gibt. Oder gab. Oh, Trainer. Nein. Bin ich voll in den Trainer gerannt. Adribi. Please. Bitte dich. Das ist nicht so eine Herausforderung. Bam. Einfach weggecrittet. Wie gesagt, Dark Darling macht Petzig, was die Crits angeht, langsam echt Konkurrenz. So, ich bin schon wieder viel länger hier in der scheiß Wüste, als ich wollte. Ich will hier weg. Vor allem, die Polizei steht da vorne einfach, ne, und checkt mal wieder gar nichts. Natürlich. Ein Traum. So. Arktos. Das ist cool. Lieber Arktos. Eins meiner liebsten Eis-Pokémon und Legi-Pokémon generell. Oben gibt es auch nichts zu holen. Okay. Dann können wir jetzt wirklich weg. Moment. Wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, kann ich die Pokémon nochmal heilen gehen. Sicher ist einfach sicher. Dum, da, da, dum. Nice. Perfekt. Gut. Dann auf in die nächste Stadt. Langsam reicht es nämlich mal hier. Du, 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 du. Das müsste Rayono City sein, ne? Ah, jetzt kommt erstmal der Kack. Was mache ich nur? Ich kann das doch niemals alleine bewältigen. Hey, du da! Ich? Willkommen in der Einklangspassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan noch nichts los. Bisher ist das hier also nichts weiter als eine normale Straße. Wo habe ich noch meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sehr Freund, ich bin der Besitzer der Eingangspassage. Hast du auch einen Namen? Nein, meine Eltern haben mich so genannt. Warum? Sie waren cracksüchtig. Ach so, alles klar. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemanden habe, der diese Passage hier für mich verwaltet. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist doch ein Trainer und kommst viel herum, nicht wahr? Jemandem wie dir, der auf seinen Reisen vielen Menschen begegnet, könnte ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Na, was sagst du? Würdest du das nicht gerne mal versuchen wollen? Da ich die Mechanik dieses Spiels kenne und nein, absolut keine Option ist, sagen wir ja. Vielen Dank. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert und den du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Muss ich das jetzt machen? Okay. Was ist dein typischer Ausspruch? Das wird die ganze Welt erfahren. Gut, mein typischer Ausspruch, ne? Was ist denn ein typischer Ausspruch? Habt ihr einen typischen Ausspruch?
Wüsstet ihr, was ihr da jetzt sagen würdet? Für die ganze Welt erfahren. Ja gut, wenn die ganze Welt es erfährt, dann nutzen wir das mal für ein bisschen Werbung, ne? ich würde gerne ein Herz machen. Danke. So. Toller Spruch. Und was sagst du? Was sagst du gerne, wenn du eine Sache toll findest? Beziehungsweise, was ist dein Ausdruck der Begeisterung? Ein ganz allgemeiner Spruch wäre gut, den jemand sofort versteht, auch wenn du ihm gerade zum ersten Mal begegnest. Was sagst du, wenn du gerührt bist? Das wird die ganze Welt erfahren. Ja, so nah am Wasser gebaut und sentimental wie ich bin, sag ich dann einfach geil. Ach ja, das ist nichts für mich. Schön. FLP, geil. Hab ich mir doch gedacht, du bist für diese Aufgabe wie geschaffen. Du musst das unbedingt übernehmen, entweder du oder keiner. Ach, großartig. Chef, es wird langsam Zeit für den nächsten Termin. Ach ja, den hätte ich fast vergessen. Meine lieben Assistenten, ich habe gehört, was Sache ist. Ich überlasse alles weitere euren fähigen Händen. Dieser Perversling. Ich muss da mal los. Jawohl, seien Sie ganz unbesorgt und gute Reise. Bitte kein Tutorial, bitte kein Tutorial. Oh, nein. Sehr freut, dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Welcher Trainertyp bist du? So wirst du nur in dieser Stadt genannt. Ja, was bin ich für ein Trainertyp, ne? Meiste von euch will jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie Freeze King oder so. Ich überlege gerade, was wird das passen? Es würde passen. Ich finde Frostbeule irgendwie ganz cool. Frostbeule, Tim möchte mit dir kämpfen. Stell dir das mal vor, ist doch voll geil. Okay, nein, ich werde nichts in eurer Passage machen. Ich werde nicht eurer Marktwirtschaft zum Opfer fallen. Wobei das bestimmt auch ganz interessant ist. Ich glaube, man kann das hinterher sogar dazu nutzen, Items zu farmen oder irgendwie sowas. Bin mir unsicher. Hab das nie gemacht. Ryono City, ich hatte doch recht. Ich versuche vorbeige, möglichst viele Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Eingangspassage stehen. Aha. Ich mag die Musik. Ich möchte so gerne nach Verula, aber ich finde irgendwie die Weichenstation nicht. Hey, da ist, der andere Protagonist. Camilla ist die Arenaleiterin von Ryono City. Sie ist ein Model. Camilla, meine Lieblingsarenaleiterin. Stimmt tatsächlich. Ich wurde oftmals verspottet wegen eines bestimmten Streams, wo Camilla mich einfach zwei miteinander weggehext hat. Aber ich finde Camilla ziemlich cool, ja. Doch, gebe ich zu. Vor allem in Schwarz-Weiß 2. So, wir sprechen natürlich wieder erstmal alle Leute an, ne? Kann ja sein, dass die... Alter, geh vom Fahrrad runter. Dass wir uns irgendwas geben. Aber ich glaube, ich muss den Park gleich wieder beenden, ne? Dann würde ich sagen, Ryono City gucken wir uns also. Wir gucken uns jetzt halt noch in Ryono City um. Aber plottechnisch machen wir dann erst im nächsten Part weiter. Wäre halt schon krass, wenn wir im nächsten Part dann wieder einen Orden bekommen, ne? So alle drei Parts in Orden? Das ist schon nicht schlecht, ne? Das ist eine gute Quote. Kannst du nichts gegen sagen. Dann Schiff scheint ja richtig gern zu haben. Können wir zusammenflocke? Nice. Fällt mir gerade ein Wasser-Pokémon ein, das sich durch Freundschaft entwickelt? Ich glaube nicht, aber. Was soll's? Sanftglocke. Warum nicht? Ach ja. Die Musik ist schon ziemlich catchy. War ich jetzt schon im Pokémon Center? Nee, ne? Pokémon müssen ja geheilt sein, aber wir können mit den Leuten reden. Leben vor allem. Ja, leben nicht. Ach ja, Route 5, Pikuchilla. Stimmt. Danke für das Popo-Stück. Ich könnte Proteine verkaufen. Das könnte ich gleich tun. Ich will nichts kaufen. Ich möchte erstmal verkaufen. Vielen Dank. Und den Toppel-Lieber kann ich auch gleich mitgeben. Brauche ich nicht. Dankeschön. Nein, du kannst mir... Wobei doch, du könntest mir noch etwas dienen. Und zwar, wir haben zwar jetzt, glaube ich, noch genug Tränke, aber Superbälle könnten nicht schaden. Das Klischee hat ja bewiesen, dass Superbälle in der Regel schlechter sind als Pokébälle. Eigentlich Quatsch, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fahre mit Pokébällen öfter was als mit Superbällen. Aber trotzdem, einfach wegen der Quote nehme ich es mit. Oh, komm da raus. Wer bist du denn? Wie man es auch dreht und wendet, du bist definitiv ein Trainer, aber hier im Haus der Prüfung. Ah, okay. Kann ich erst rein, wenn ich den Champ besiegt habe. Gut, will ich auch gar nicht rein.
Da oben gehen wir ja später hin. Ich glaube, ansonsten habe ich erstmal hier alles gemacht, ne? Ja, okay. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge der Pokémon Schwarze Monolog Challenge. Im nächsten Part werden wir vielleicht schon mit der Arena anfangen. Ihr könnt es mir vorstellen, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die nächste Folge. Ich bin's auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.